wie vereinbart wird die Abstimmung am Schluss des Verhandlungspunktes Top 11 stattfinden. Und damit gelangen wir zu den Punkten 5 bis 8 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird. Es sind dies Berichte des Ausschusses für Arbeit und Soziales über die Anträge 431a der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz geändert wird, 124 der Beilagen. 432a der Abgeordneten Josef Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen, betreffend ein Bundesgesetz mit. Die Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes soll dazu führen, dass niemand auf die Dauer der Krise seinen Anspruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung verliert, dass die Unterstützungen aus den Titeln Arbeitslosenversicherung und Notstandshilfe zeitlich ausgedehnt werden und auch erhöht werden.